Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast, ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Ahoi. Ahoi. Ja, Luftfahrt. Ach so, da sagt man Ahoi? Ja, aus der Zeit noch, als es Luftschiffe gab. Ach so, ich wollte gerade sagen, hä, was soll ich denn jetzt verpasst? Nee. So, wir haben in der letzten Folge die Linie gemacht und die, da müssen jetzt noch ein paar Fahrzeuge für gekauft werden. Die können dann da gleich schon mal rüberfahren, während wir drüben den zweiten Flughafen einrichten. Wurden da schon Wünsche für geäußert hier? Nö, ich würde mal anfangen mit Pferdekutschen. Nein. Zumindest nicht für die Anreise, weil sonst hauen wir die ganzen LKWs, Fernbusse und alles, was da rollt, eigentlich total aus dem Verkehr. Also aus der Erfahrung von Göttingen würde ich sagen, Citaro Kapazitel. Fangen wir mit einem normalen Citaro an. 19 Passagiere. Zwei Busse. Ja gut, sind zwei Linien, sind zwei Haltestellen, nehmen wir noch einen dazu, drei Busse. So, dann können die nämlich schon mal fahren. Willst du gleich noch in kantastischem Grün lackieren? Nee, in kantastischem, so wie die Linienfarbe ist, blau. Babyblau? Akiha Shuttle. So, also, damit ist der Flughafen hier fertig und kann beflogen werden. Das heißt, wir fliegen jetzt mal mit unserem Hubschrappschrapp hier rüber in die Region, wo der zweite Flughafen gebaut wird. Und wir wollen natürlich keinen Fluglärm haben, deswegen hier liegen so viele Brote nach Schwerin. Na, da ja, haben bestimmt die Züge gestört. Und mit Sicherheit. Auch Öl. Die Schweriner sind doch auch hier rüber gefahren, oder nicht? Das ist wieder Öl. Ja gut, die kamen alle. Das ist Aschaffenburg-Schwerin-Spreet. Ja. Wo sind die anderen hin? Ja, dann sind ja über die Schnellfahrstrecke gefahren. In Schwerin. Alle in Schwerin. Super Takt. So, wir wollen jetzt aber einen Flughafen bauen. Und zwar haben wir uns ja zuerst überlegt, hier oben auf dem Berg, aber jetzt haben wir einen auf dem Berg, jetzt wollen wir noch einen unter dem Berg haben. Das heißt, wir bauen U-Flote. Ja, klar. War das. Wir wollen doch ins Guinness-Buch der Rekorde kommen. Ja, genau. Also müsstest du ihn auf -3 Meter legen. Schwimmend verlegt. So, wir hatten uns überlegt, den hier hinzusetzen. So ungefähr, so dass wir links daneben noch was hinsetzen können. Warte mal, so Richtung Eisen hatten wir so angepeilt. Also Pi mal Daumen. Dürfen wir nur nicht vergessen, dass dahinter ja auch noch die Landelichter sind. So, ich habe das einfach mal gebaut. Und alles andere müssen wir dann noch ein bisschen anpassen. So. Dann müssen wir erstmal das Depot weg und den weg, dass wir die High Capacity Dinger hier auch haben. Auch hier werden wir 3 Stück setzen. Das ist ja alles Schnapper hier, du. Dann brauchen wir die andere Seite.
Dann brauchen wir noch so ein... The next runway. Bitte, ja. Bitte wenden. So, hier landen sie. Aber wir wollten jetzt ja, dass sie von der Dings aus landen, ne? Von der Map aus sozusagen. Wir sollten Kartenrand landen, ja. Richtung Kartenrand. Da ist es ja im Prinzip weniger interessant, wie sie starten und landen. Freiraum. Jetzt hier. Okay. Das heißt, wenn sie hier landen, fahren sie hier durch, müssten dann zum Starten wieder hier, oder wir lassen sie Richtung Kartenrand starten. Aber hier landen sie jetzt, das wollten wir ja mal ausprobieren. Mhm. Da müssen wir ja noch ein bisschen Erde bewegen. Das heißt, hier landen sie. Das heißt, es wäre wahrscheinlich am einfachsten, wenn sie nach außen starten. Ja, so wie in Santiago de Chile. Genau. Direkt, so. Direkt aufs Meer raus starten. So. Das wäre das. Da müssen wir noch ein bisschen Erde bewegen. Willst du hier dann auch noch einen Hangar bauen, oder? Wir bauen gleich alles. Gut. Oder willst du keinen Hangar haben? Ja, doch. Also ich will dir keinen auf die Nase, also ich will dir keinen aufzwängen. War eher die Frage, ob nur eine oder zwei Flugzeugwerkstätten bei deinem Verschleiß. Bei meinem Verschleiß? Mal deine Züge an, wie die aussehen. Richtig runtergerobbt. Ja, weil da diese alte Bergstrecke ist. Manu will ja nicht modernisieren. Nö. Warum auch? Siehst du? Und dann sagt er, meine Fahrzeuge sind da so schlecht. Die sind gar nicht so schlecht, meine Fahrzeuge. Sieht schon etwas weird aus mit den Streifchen, aber gut. Ja, ne? So, dann ist das alles nicht so abgehackt. Also müssen wir auch gleich noch einen Straßenanschluss haben. Und hier sollen auch noch irgendwie Züge fahren, habe ich gehört. Ja, das habe ich auch gehört. Du hattest das erzählt, glaube ich. Ja, irgendwie müssen die Leute ja herkommen. Außer per Flugzeug. Das stimmt. So, damit sie auch auf der Seite hier... Was denn? Hangar, kein Terminal. Ich wollte einen Terminal hinhaben. Willst du einen Terminal hinhaben? Okay. Ja. Gut. Und wenn wir jetzt hier nämlich einen hinsetzen. Ah, jetzt, ja. Dann könnten wir mit den Gleisen hier einmal eine Runde und dann sind wir schon oben. Ja, das klingt nach einem Plan. Ja, manchmal habe auch ich einen Plan. Diesmal baut Manu ja nicht. Diesmal baue ich ja mal wieder. Mhm, so sieht's auch aus. Ja, sowas wird Manu nicht hinkriegen. Nee, definitiv nicht. Keine Chance. Und schon wieder Kommentare vom Kopfbahnhof hier im Chat.
Also möglich ist ja alles, ne? Das Autosave sich immer so im Mittelpunkt drängen muss. Dass der immer sagt, wartet, noch nicht, wartet. Man aber trotzdem schon versucht zu bauen und man denkt, ah, Alter, jetzt muss ich schon wieder auf den warten. So, Gebäude. Ja, willst du noch ein Stück Straße zwischen rein machen? Sackbahnhof fällt ja nicht ab. Ja, machen wir gleich. Sackbahnhof macht ja wenig Sinn, weil wir fahren ja durch. Ja. Könnte man dann an der Stelle machen, wenn man noch was anderes anbindet. Was bindet man denn noch an? Och, da gab es ja schon diverse Anträge. Unbedingt auch noch einen Anschluss am Flughafen haben wollten. Oder gar einen eigenen Flughafen. Jetzt wollte keiner haben und jetzt wollen sie alle einen haben, wa? Ja, wie war das? Je größer der Verdienst ist, umso mehr Privatjets. Ah. Das ist so, ne? So, Gebäude, Länge. Kann man genau hier zwischensetzen. Zwei Bahngleise brauchen wir dafür. Da müssen wir vorbei. Kannst du nicht vorsichtshalber drei Gleise bauen? Ich kann auch vier Gleise bauen. Ja, wäre vielleicht sogar schon. Ist eine Straße dran zaubern? Ich arbeite dran. Vielleicht so über die Gleise rüber. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich weiß es aber noch nicht. Bleibt alles spannend. Gerade. Und eigentlich müssten wir hier vorne noch ran, ne? Irgendwas Kleinem. Einspurigen vielleicht? Ja, eine Sackgasse, hier eine Einbahnstraße würde gehen. Aber wir haben da auch noch hier die kleine. Ja. Ich sehe. Andere Idee hier. Darf ich da nicht drunter bauen? Kannst zwar drauf bauen aufs Gelände, aber nicht runterbauen. Ja, krass. Okay. Das okay. Mag er nicht. Nö. Ist ja auch voll okay. So, das haben wir auch schon mal. Das heißt, wir kommen von da ran und von da dann. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. So. Das hätten wir auch. Dann können wir jetzt die Schienenplanung machen. Gehen wir mit dem
dem äußeren Gleis mal da lang. Irgendwas S-Bahn-artiges wolltest du ja machen, ne? Bitte? Irgendwas S-Bahn-artiges wolltest du ja machen. Ja, so 120 bis 140 km/h. Ja, 90 wäre auch super, oder? War für eine S-Bahn jetzt nicht unbedingt schlimm. Man könnte natürlich auch eine Münchner C2 mit original 90 km/h nehmen, aber das dauert. Nein. Wenn wir davon 20 da drauf haben, dann wird das doch... ja... Ich würde da jetzt mal flach rüber gehen wollen. Ja, ich bin gerade überlegen, ob ich das noch aufschütte. Oder ob du in einen Tunnel unten rausgehst, dass du da schon runter gehst. Runter? Ja, auf die untere Ebene erstmal gehst. Dann den Berg hochkraxelst. Ja, also in der Kurve schon runtergehen. Ja, ich verstehe das also runtergehen jetzt nicht. So, ja. Kannst du auch da aufs Plateau erweitern. Haben wir Pause an? Nö, ne? Nö. Nö, nö, es läuft. Gut, dann können wir von hier aus. 140. Bei einer 130 würden wir flach bleiben, mit einer 140 würden wir hochgehen. Nimm die 130 und dann gehen wir erst in die Steigung rein, oder? Ja. Das ist sowieso noch spannend genug, die Steigung. So, und dann gehen wir auf die 140. Ah, da geht er wieder am Brücken, denkst du ja? Macht er wieder Spirenzchen. Wirklich eine Brücke zwischen rein. Ja, das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Aber dass das Brückenportal so blöd macht. Geht nicht. Ja, durch die Flugzone sollten wir vielleicht nicht unbedingt durch, ne? Och, wieso? Wäre nicht der erste Flughafen. Okay. Manu möchte gerne durch die Flugzone durch mit einer 90er Brücke, damit sich das auch lohnt. Die berüchtigte Salzingbrücken, ja, ja. Tiefer runter im Tal. Was denn? Willst du wirklich so hoch übers Tal? Na ja, gut, du brauchst die Höhe. Wir können auch noch ein Ding runter, also. Die vordere Brücke noch bedenken? Ja, habe ich geändert. Achso, die habe ich nicht geändert. Okay. Ich wusste nicht, dass wir gleich drei Brücken gebaut haben. Also wir werden definitiv in dieser Folge nicht fertig werden. Sagtest du, ne? Ja, wäre so angepeilte Geschwindigkeit. Achso, jetzt weiß ich gar nicht, ob es innere war oder äußere. Wir wollten doch eh eingleisig fahren.
Ach, genau das war's ja. Guck mal, hier kommen wir schon wieder raus. Das gefällt mir richtig. Wir wollten ja nur einen Ausweicher am Bahnhof bauen. Hier sind wir hier höher. Okay. Nee. Ist da außen aber die Kabel im Urwald. Das machen sie überall. So, jetzt die Frage von der Seite aus. Ja. Gehen wir zu dir, ne? Weil da würde ich nämlich das andere Gleis. In einer Richtung raus und dann gleich den, in Anführungszeichen, den Berg. Gleich hier links hoch, genau. Langsam. Halt nicht im Tunnel. Sehen. Ja, da kommen wir nicht, da kommen wir nicht drum rum um den Tunnel. So hoch kommen wir an der Stelle nicht. Ja, gut. Aber danach können wir anfangen. Danach können wir dann oberirdisch. Genau. Gleich wieder raus. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht. Da sind zwar nur bei 120, aber ist natürlich weitaus kürzer als das andere. Ja, wir hätten aber auch hinten lang gehen können. Wo willst du denn hinten lang gehen? Wir sind hier mitten im Krater und Manu sagt hinten lang gehen. Wo ist hinten lang gehen? An der am Kartenrand lang. Weil wir wollen ja so. Oder willst du da jetzt über den Berg so rüber und dann nochmal eine Linkskurve machen? Nee, ich würde jetzt mit dem Gleis, was wir hier oben schon liegen haben, würde ich links rumgehen zu dir. Mhm. Und mit dem, womit wir hier jetzt hochkommen, gehen wir rechts weiter nach Kantopolis. Ah, okay. Quasi noch einmal jetzt kreuzend. Oh yeah. Mhm, okay. Jetzt verstehe ich, was du davor hast. Weißt du, damit die Fahrer sich nochmal winken können. Fahrer mögen nämlich winken. Nee. Da verzichte ich auf die Geschwindigkeit. Und freue mich lieber, dass sie irgendwo rausgucken. So, nach einem kurzen Spielabsturz. Ihr seht, die roten Zahlen sind schon da. Hat nicht mal eine Sekunde gewartet, die roten Zahlen. Sind wir wieder quasi zurück mit dem Spielstand und müssen das Ganze nochmal bauen, was hier hochgeht. Und hier drüben fehlt auch noch ein bisschen. Wir waren schon um einiges weiter. Aber das ist leider jetzt so, wie es ist. Wir müssen hier wieder rein. Achso, wir haben hier schon, wie sagen wir, hier zweispurig gebaut. Wollten wir nicht nur einspurig bauen? Naja. Ist ja royal. Hier gehen wir einspurig drauf ein. Ah, ganz so. Ja, du wolltest ja eine Begegnung da machen am Bahnhof. Ja, genau, damit wir einen schönen Takt haben. Ja gut, das zweite Gleis, naja, diese offenen Briefe der anderen Bürgermeister waren ja schon erschreckend. Dieses Flehen und Betteln. Genau, wir haben schon Anfragen gekriegt, ob da auch noch andere einen Flughafenanschluss bekommen, andere Städte. Also ist durchaus möglich, aber ich weiß noch nicht, ob und wie wir das umsetzen. Ja, kommt darauf an, wie groß das Chaos in Kantopolis am Bahnhof dann wird. Welches Chaos?
Ja, wenn sich die Leute wieder stapeln, weil sie zum Flughafen wollen. Du meinst, das ist in Aschaffenburg, das Chaos. Doppelös hat viel mehr Chaos dann. Ich könnte mir schon fast im Kreis hochgehen, wa? Aber dann hätten wir natürlich hier eine Riesenbrücke. Ja, Kehrtunnel, dann geht lieber ein bisschen weiter nach außen. Das ist 120 als Radius angenommen. Wir wollten, glaube ich, 140, oder? Okay, mach ich mal 140. Dann sind wir schon hier drüben. Alter. Quasimodo, Alter. Ist doch verrückt. Vielen Dank für weitere 5500 Bits. Okay. Jo. Danke. Dann könnten wir theoretisch schon fast hier dann in eine Runde gehen. Hier Berg, da Berg. Und dann wären wir hier oben drüber. Und könnten dann Richtung Kantopolis rüber. Ja. Finde ich jetzt nicht mal unschön, die Riesenbrücke. Die bauen doch eiskalt. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt gekostet hat. 18 Millionen. Achso. Oh, stellen wir den Manu in Rechnung. Aber wenn wir jetzt hier auf 140 gehen. Die 140 werden wir hier nicht halten. Sei denn, es wird hässlich. Ja, weil du eigentlich nicht in die Einflugschneise kommen kannst. Ja, die Einflugschneise würde ich gar nicht so schlimm finden. Aber dieses Riesengestell an Brücke würde ich hässlich finden. Sven! Vielen Dank für 300 weitere Bits! Was ist hier schon los? Nochmal ein Stück runter gehen. Ist halt die Frage, wenn wir eine Kurve in die andere Richtung machen würden, ob es dann besser wäre. Im Tunnel oder was? Ja, im Tunnel im Prinzip. Im Tunnel. In einer Richtung rumdrehen. Da weiter vorne ansetzen. Also, wenn du rauskommst aus dem ersten Berg. Dann nach rechts schwenkst. Die andere Bergkette hochgehst. Ich nehme mal was wieder für mal von meinen 18 Millionen, die ich da reingebuttert habe. Das war doch geplant von dir, gib's zu. Edith. Schön Chaos stiften. Was ist denn für ein Problem? Ganz normale. So. Das könnte man durchaus so machen, ja. Wenn die Brücke vielleicht noch ein bisschen mehr steigen, dann bist du irgendwie schon auf dem Bergkamm oben. Obwohl, ja, hier noch Brücke lassen, ja. Schön an den Berg anlehnen. Dann am Berg entlang hoch. Ne, die finde ich am Berg. Den kann man nicht so gut gucken. Richtung Kantopolis gleich runter. So, wenn wir mit dem schon mal oben. Müssen wir den hier noch weiter bauen. Ja, ist klar. Egal. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Genau, danke. Danke. Vielen, vielen Dank.
So, 220. Könnten wir uns ja fast da von drüben treffen und kreuzen. Das war ja so eigentlich schon mein Hintergrund. Ich versuche jetzt mal, wenn ich jetzt gerade durchziehe, mal gucken, auf welche Höhe wir ankommen. Wir könnten mit dem drüber. Wir könnten, glaube ich, eher die Steigung, die wir eben gebaut haben, weniger machen. Ja, gar nicht so hoch an der Stelle. Genau, dass wir da eine Nuance runtergehen. Und dann theoretisch einfach nur schon mal. Ja, eine kleine Schienenkreuzung. Ja. Ich glaube, auf der Höhe reicht auch. Genau, das wird da reingehen. Bisschen mehr Krümmung, oder willst du durch den Berg durchstechen? Aber wir können ja ein bisschen weiter hier in den Berg reingehen und das wird dann. Ja, wir werden wahrscheinlich durch den Berg durchstechen müssen. Naja, obwohl, wir könnten eigentlich uns fast schon hier anpassen, dass wir uns hier begegnen und dann hintenrum in deinen Bahnhof unten drin. Oh. Hier kann nicht so viel Höhe gewinnen müssen. Weil, links gesehen hast du ja dann schon wieder dieses Taldurchstich. Ja. Da wollen wir ja lang. Genau. Aber wir wollten auch am Berg ein bisschen was erleben. Das ist richtig. So. Ich lasse es erstmal, dass wir hier gerade eben in den Berg reingehen. Und dann würde ich hier ganz unverhoffter Dinge so ein Teil reinzaubern. Einfach als Maß, wo wir irgendwann mal hinwollen. Und können dann damit runtergehen? Ne, brauchen noch nicht mal unbedingt viel runter. Können wir schon fast gerade bleiben, aber mit dem anderen gehen wir ja hoch. Ja, stimmt auch wieder. Dann eine Kurve hier einzuleiten. Genau. Nehmen wir uns mal die 140. Die werden wir aber nicht halten können. Boah, obwohl. Das mal direkt verbindest. Mach dann da draus. Eigentlich nichts Gescheites. War so, ja. Genau, einen Ticken runter. Ticken runter und ich dann mal gerade rausgehen, ja. So. Und dann verbinden wir die beiden mal. Durchaus hübsch. So. Es muss ja nichts Extravagantes sein, aber es sollte schon was Spezielles sein. So, jetzt müssen wir bloß an der anderen Seite wieder weiterkommen. Ja, wenn wir jetzt hier haben wir den Begegnungspunkt sozusagen. Machen wir uns leider noch hübsch, dass wenn wir jetzt von hier kommen vielleicht und der von hier drüben kommt, dass wir sich. Vielleicht ist es ja wirklich so zeitlich, dass sie sich hier begegnen. Ich weiß es nicht. Wenn, dann wäre es natürlich so geplant, also ist ja ganz klar. Wenn nicht, ja, dann ist es. Ja gut, spätestens, wenn dann die superschnellen Tische Hi-Hats hier in extra Long vorbeifahren in Doppeltraktion, dann passt's. So, das heißt, wir haben die Strecke hier hoch und wir haben die andere Strecke hier hoch.
Dann gehen wir jetzt erstmal durch nach Aschaffenburg. Dafür müssen wir hier drüben ein bisschen was umbauen. So. Und zwar haben wir hier eine tolle Sache gebaut, die wir von vornherein schon so geplant haben. Ups, da war ja noch eine Lok. Was, wo? Cosimo, ey. Bitte ein Bett. Ach nee, das ist Produktplatzierung. Ach so, warte, Pause. Vielen Dank für 1500 weitere Bits. Wie viel Bits? Wie viel ist denn jetzt? Ich weiß es nicht. Wir werden hier natürlich Geschwindigkeit verlieren. Boah. Aber das ist dann so. Da fahren wir natürlich nachher alles in einem. Hat er eh keinen Anspruch auf Top Speed. Haben wir hier eine schöne 80, kriegen wir sogar noch raus. 81. Oh. 83. Auch damit kann ich aber leben. Und bevor wir hier wieder auf Play drücken, ist er eh. Alles fertig gebaut. Weil wir müssen hier drüben natürlich auch das Ganze umbauen. Wie jetzt zum Beispiel das Gleis hier durchführen. Das Gleis. Ach nee, warte mal. Doch, wir wollten da wieder ran, ne? Du wolltest das Gütergleis, die Güteranteile, Bahnsteig, wolltest du ja dann auf die andere Seite schubsen. Genau. Das können wir eigentlich auch im Pausemodus machen, oder? Weil wir eh schon mal hier sind, aber der Zug ist da drin, ne? Ja, dann nicht. Dann warten wir, dann bis nicht? Er draußen. Oh, okay, nee, dann warten wir, bis er draußen ist, sonst gibt es wieder so hässliche Blutflecken. Das hat geklappt. Wir haben kein Ausrufezeichen mehr, was rot leuchtet. Das heißt, es passt alles. Hoffe ich zumindest. Was sagt der jetzt? Der lädt noch Holzbrettchen. Ist halt ziemlich zusammengequetscht, der gute Freund. Ja, wie war das? Das Zipfeil unter den Holzzügen. Na, schafft den Weg alleine nicht. Gucken, Weiche passt auch alles. Fauch mich nicht so an, noch. Das passt auch, okay. Personenzug ist auch gerade keiner drin. Kommt auch gerade, glaube ich, hoffentlich mal keiner. Ne? Ja. So, ein bisschen Beeilung. Schnellere Spielgeschwindigkeit geht leider nicht. Doch, Pause, Bahnhof umbauen. So. Und zwar wollten wir das mal ein bisschen umbauen. Ich baue jetzt erstmal die Plattform hier drüben hin, damit wir gleich rüberspringen können. Könnten wir sogar noch ein Gleis vorne ranhängen. Nein, wollen wir nicht. Sonst haut man mich gleich. So, jetzt wollen wir erstmal die Terminals verschwinden. Und zwar hier von 1 auf 2. Oh ja. Ja. Gut, dann können wir es weiter umbauen. Und zwar brauchen wir dann ja auch diese Plattform nicht mehr, weil das ist ja rein für den Holzbetrieb gewesen.
Dann haben wir hier drüben noch ein Gleis, was... Jawohl. Wenn wir jetzt das abreißen, können wir hier noch eine Schiene reinsetzen und noch eine und noch ein Personengleis. Ja. Ja, ne? Gut, okay. Ich stürze das Spiel nicht wieder ab, aber im Moment, ich habe den Fehler auch gefunden, was das Ganze war. Das hat sich, wir machen das Ganze ja im Live-Let's Play, das heißt, es läuft nebenbei auch noch ein Livestream. Und das war ziemlich viel Arbeit für den Rechner. Und ich habe dazu noch den Browser offen gehabt und der Browser hat gesagt, Archipatch. Ich schmeiß mich mal in den Weg. Genau. Ich lade mich jetzt mal voll. Und das hat er auch gemacht. Und aufgrund dessen ist das halt so ausgeartet, dass er abgestürzt ist. Aber es läuft sehr gut, es läuft sehr flüssig. Ich bin sehr zufrieden. Ich hatte schon fast die Bedenken, dass wir eine neue Staffel starten müssten. Wäre für mich aber ein absolutes Graus, weil ich finde die Staffel, die wir aktuell haben, genau wie die letzte Staffel, absolut traumhaft. Und ich möchte eigentlich ungern den Fortschritt, den wir haben, aufgeben. Jetzt brauchen wir noch unterirdische Treppen auf derselben Höhe. So, du möchtest nicht wieder zurück zu den asiatischen Reiskutschern. Ich reiß dir die gleich wieder weg, wenn du so weitermachst. Im Endeffekt ist es dein Bahnhof. Darf ich dir denn auch Dächer da oben drauf bauen oder dürfen deine Fahrgäste keine Dächer haben? Ich wäre ja eigentlich eher schon für Hoteltürme auf den Dingern. Ich kann dir gerne hier eine Hotelhalle vorne hinstellen, wenn du möchtest. Nein. Der alte Bahnhof bleibt vorne. Ach, guck mal. Der alte Bahnhof darf bleiben, wa? Ja, unter Denkmalschutz. Ich denke mal schon. Achso, das ist schon viel zu weit. Müssen wir irgend so ein Mittelding finden, um hier ranzukommen. Warte. Da ranzukommen. Passt das? Nee. Das kann ich nicht verantworten. Also müssen wir, glaube ich, noch einen kleinen Ticken weiter. Also sieht das zumindest ordentlich aus. So, können wir was mit anfangen. Geht auch statt auswärts die Geschwindigkeit hoch. Das passt also alles. Hier gehen wir auch mit durch. Oh, wir könnten geschwindigkeitstechnisch hier sogar noch hochgehen. Wir wollten da ja eine 140 anstreben. Ja, das war eigentlich Sinn und Zweck der Übung. Könnten hier sogar mit dem Tunnel reingehen. Oder möchtest du lieber unter der Brücke und da durchbrücken? Eigentlich eher durch unter der Brücke da durch. Okay. Wir werden da natürlich nicht hochkraxeln können, ne? Müssen wir früher schon in die Steigung rein? Ja, müssen wir mit der Brücke da oben drüber. Das wird ja hier Harakiri. Sollen wir da mit der Brücke rüber gehen? Mal, wir können es probieren.
Nein. Sei denn, wir holen aus. Jetzt, warte, die passen noch an. Ist es. Mehr ist da auch nicht rauszuholen. Ja, dann lass mal den Bereich vielleicht eine 120 besser. Meinst du auch vor der Brücke, ne? Ja. Mach mal den Streckenabschnitt halt auf 120. Bevor es hässlich aussieht. Nein. Völlig richtig, Mann. Dann können wir hier schön anfangen auszuholen. Wir müssen ja nicht auf den glatte 120 gehen. Lustig. Aber wenn wir hier auf eine 120 gehen, dann sind wir da drüber. Und ja, obwohl von der Höhe her reicht es ja. Ich finde auch. Ja, sonst hätte ich nämlich gesagt, eigentlich nur das Stückchen über die Bahnschiene, damit einer von der ganz neuen Brücke machen. Von Seilbrücke. Ach so. Aber so können wir es bauen. Ich würde nur den Teil, der dann halt über die andere Linie geht, ändern wollen. Ja. Ich möchte aber vorher noch was ändern. Weil das kann man, wenn die Stützpfeiler stehen, dann können wir das nämlich nicht mehr ändern. Wenn du hier so ein faltiges Ding da hast, dann mag ich das nicht so. Aber wir haben eben gesehen, mit einer 122 ist das ja durchaus möglich. Volle Höhenausgleich. Den bauen wir. Und den letzten Abschnitt hier der Brücke. Reißen wir wieder weg. Hier passt das auch mit der Leitung. Hier wolltest du die hier haben. Ja, ist eine schöne Idee. So, wir kommen da oben an. Also ich würde auch viel höher, würde ich, da können wir auch gar nicht mehr gehen. Nee, wir sind auf Maximalanschlag von der Steigung her. Genau, wir bauen das jetzt erstmal so. Und da wir den vorherigen Teil der Folge noch haben und wir jetzt schon wieder bei 25 Minuten sind, heißt es, sind wir ungefähr bei 40 Minuten. Und da ich das so. Ganze noch zusammenschneiden muss, dauert das noch ein, zwei Stündchen, bis das gerendert ist. Von daher machen wir jetzt hier Ende dieser Folge und machen weiter in der weiteren Folge. Ich hoffe, dass euch Spaß gemacht hat, ihr vielleicht die ein oder andere Idee mitgenommen habt und wir uns vielleicht zum Live-Let's Play hier wiedersehen auf Kante zockt. Bis zum nächsten Mal, euer Kante mit dem Manu. Tschüss! Tschüss!